Willkommen zurück zu einem neuen Part von The Whispered World. Wie wir am Ende der letzten Folge erfahren haben, sollen wir uns nun ein wenig umschauen und schauen, ob wir etwas Publikum kriegen. Aber ich denke, bevor wir das tun, schauen wir uns erstmal hier in unserer nächsten Umgebung an. Und ich würde sagen, wir fangen mit ihm hier an. Das ist der Opa scheinbar. Opa sieht heute noch älter aus als sonst. Hallo, Opa. Oh, hallo, Ben. Du siehst ganz anders aus. Hast du einen neuen Hut? Ich bin nicht Ben, Opa. Ich weiß, Ben. Sie machen die Hüte nicht mehr so wie früher. Ich bin Sedgwick. Als ich noch ein kleiner Clown war, da gab es noch richtige Hüte. Mit großen, festen Bommeln. Sedgwick, dein Enkel. Ich konnte mit meinen Bommeln einen ausgewachsenen Ochsen K.O. schlagen. Ich weiß, das arme Tier. Aber damals trug man die Hüte eben so. Was hast du auf dem Herzen, Ben? Das war ein ziemlich heftiger Bommel, würde ich einfach mal behaupten. Okay. Ich wünschte, du würdest mich nicht immer mit Ben verwechseln. Ja, die Welt ist ein Jammertal, wenn man jung ist. Alle sind gegen einen. Aber es gibt Schlimmeres als zwickende Hüte und zwickende Hemdsärmel, weißt du? Wie immer lausche ich dir gebannt, Opa. Im Alter kommen noch zwickende Schmerzen und zwickende Hosen hinzu. Das, mein Junge, ist die wichtigste Erkenntnis, die das Alter für dich bereithält. Weite Hosen sind die treuesten Freunde, die du dir wünschen kannst. Himmel. Hat er es schon wieder geschafft, das Thema auf seine Hose zu lenken? Scheint er öfter zu tun. Aber das mit den weiten Hosen kann man sich doch merken. Die sind doch sehr gemütlich. Ich habe schon wieder einen dieser schrecklichen Albträume gehabt. Es gibt einen Reim zu diesem Thema, den ich noch aus meiner Jugend kenne. Leider ist er mir entfallen. War es vielleicht Träume sind Schäume? Was, so ein Unsinn. Träume sind keine Schäume. Schäume sind sehr nützlich. Unsere Wurftorten bestehen fast nur aus Schaum. Außerdem rühre ich mir morgens immer einen Löffel Rasierschaum in den Kaffee, damit er länger warm bleibt. Und das funktioniert? Nein, aber man bekommt schreckliche Kopfschmerzen davon. Und wenn du Kopfschmerzen hast, ist dir egal, ob der Kaffee kalt ist. Okay, diesen Tipp werde ich mir bestimmt nicht merken. Ich kenne auch jemanden, der hat immer so ganz tolle Tipps, wenn man krank ist und keiner davon hilft, wirklich. Also, wenn ihr mal krank seid, geht niemals dorthin. Okay, was haben wir denn nun noch? Sag mal, Opa, du hast doch viel erlebt. Ha, das will ich meinen. Frag mich ruhig so viel, wie du nur tragen kannst. So viel, wie du nur tragen kannst, okay. Was weißt du über den Herbstwald? Der Herbstwald ist ein verwunschener Ort voller Geheimnisse. Seltsame Kreaturen wohnen darin, aber lange nicht mehr so viele wie früher. In der Vorzeit haben hier die unterschiedlichsten Völker gelebt. In zahlreichen Ruinen und Höhlen findet man noch immer ihre Spuren. Als ich als Kind hier war, stand das halbe Tal noch unter Wasser. Jetzt gibt es nur noch den kleinen See mit der Insel. Und am Meer kann ich mich im Moment nicht erinnern. Kein Wunder. Du kennst ja nicht einmal mehr deine Haarfarbe, wenn du eine Stunde lang nicht in den Spiegel guckst. Aber ich weiß noch, dass sie mit G beginnt. Das zählt nicht. Du rätst nur. Aber ich habe recht. Ja schon. Siehst du, und mehr will ich gar nicht wissen. Oh, bitte lass es gelb sein. Wie cool. Was weißt du über Albträume und Visionen? Ich weiß genug darüber, dass ich mir nicht anmaße, eine Meinung dazu abzugeben. Nur echte Orakel können Träume deuten. Und auch nur sie können dir sagen, ob es sich um eine Vision handelt. Ich dachte auch einmal, ich hätte eine Vision, weißt du? Ein Engel erschien mir und sprach, dass meine Hose dir einst die Welt retten wird. Ich war so aufgeregt. Ich machte Pilgerfahrten, scharte Jünger um mich und veranstaltete Gottesdienste. Und das ohne jemals die Hose zu wechseln. Schließlich offenbarte mir eine Zigeunerin, dass alles nur ein Albtraum war. Oh je, Ben. Du kannst dir kaum vorstellen, wie sehr ich mich geschämt habe. 5 Jahre Kloster und das Ganze nur wegen eines Peperoni-Auflaufs vor zu Bett gehen. Wow. Das war eine lange Zeit, in der er nicht die Hose gewechselt hat. Und das nur wegen eines Albtraums. Weißt du was? Ich schlage es einfach selber nach. Ja, sicher ist sicher. Ich wirke zwar noch immer sehr klar im Kopf, aber manchmal geraten mir doch hier und da ein paar Details durcheinander. Aber sehr süß ist er. Bis später. Kopf hoch, Ben.
Okay, mit Ben haben wir schon gesprochen. Was haben wir hier? Hose, Anzug, Socken. Schauen wir uns alles mal an und ob wir es auch mitnehmen können. Sauberer als so wird der Anzug einfach nicht mehr. Darf ich mir etwas von der Wäsche mitnehmen? Rate doch mal. Ich tippe auf Nein. Bravo, du hast es erfasst. Und jetzt mach dich endlich nützlich. Dann gucke ich mir zumindest die anderen Sachen noch an. Das ist Opas Hose. Wenn seine Geschichten stimmen, dann hat sie schon die ganze Welt gesehen, ihm mehrfach das Leben gerettet und einen Krieg angezettelt. Diese Hose ist genial, die muss ich haben. Das muss ich einfach versuchen. Finger weg von der Wäsche! Du machst sie ja doch nur wieder dreckig. Schade. Also die Hose, die gefällt mir. Ich habe Opas Socken schon 1000 Mal stopfen müssen, aber er weigert sich noch immer, die Fakirnummer barfuß durchzuführen. Okay, das ergibt natürlich auch viel Sinn, also. Das ist unser Wohnwagen, den sollten wir uns auch mal angucken. Warum sollte ich es mir schönreden? Mein Zuhause ist morsch. Wann bekomme ich eigentlich meinen eigenen Wagen? Guter Witz. Du kannst von Glück reden, dass du dir die Zahnbürste nicht mehr mit Opa teilen musst. Oi. Eine Schaufel, die können wir aber bestimmt mitnehmen. Das ist Opas Schaufel. Er gräbt damit nach Wurzeln und Zwiebeln, macht den Kompost und ich glaube, er rührt damit auch die Suppe um. Na lecker. Nein, das ist kein Löffel. Seltsam. Wie komme ich da überhaupt drauf? Naja, dadurch, dass er damit die Suppe umrührt. Yay. Mal gucken, was wir alles haben. Schon eine kleine stolze Sammlung. Okay, was haben wir hier noch? Oh, da kommen wir in den Wald. Da möchte ich aber noch nicht hin. Was war da? Ach, der Eimer und der Anzug. Schauen wir uns den Eimer mal an. Das Wasser sieht ausgesprochen trübe aus. Halt, nein. Das ist nur mein Spiegelbild. Ich bin nicht durstig. Zumindest nicht genug, um davon zu trinken. Darin wurde immerhin Opas Hose gewaschen. Ja, hast aber deine arme kleine Raupe da reingeworfen. Ich wasche meine Hände später. Irgendwie habe ich die Vermutung, dass ich sie mir heute noch öfter schmutzig machen muss. Okay. So, eine Falle? Die Feuerdrachenfalle ist schon wieder leer. Opa benutzt immer Noai-Eier als Köder. Okay. Nicht Opa. Ich möchte auf die Falle klicken. Du, Opa! Haben wir noch Köder für die Feuerdrachenfalle? Leider nein. Ich habe die letzten Noai-Eier für ein Omelett benutzt. Okay. Ich weiß nicht, was das für Eier sind. Vielleicht finden wir irgendwann eins noch im Laufe des Spiels. Die Falle ist leer. Und das ist auch ganz gut so. Feuerdrachen sind fliegende Brandherde mit einer Tendenz zur spontanen Selbstentzündung. Unnötig zu erwähnen, dass Spot ganz vernarrt in die Dinger ist. Und das ist das Zugtier, das hier die ganze Zeit schnarcht. Das Geräusch ist ja schon ein bisschen nervig. Gucken wir es uns mal genau an. Bruno schläft fast den ganzen Tag. Nachts muss er unsere Wohnwagen durch dunkle Wälder ziehen. Ich wette, er hat nie Albträume. Andererseits, vielleicht ist auch diese Welt hier sein Albtraum. Erstens das, aber man kann ja auch tagsüber schlecht träumen. Bruno? Schade, er schläft. Er ist der Einzige in der Familie, der mir zuhört. Lass Bruno in Ruhe. Im Gegensatz zu dir hat er seine Arbeit für heute schon erledigt. Ich mag Ben nicht. So, was haben wir hier noch? Einen weiteren Wohnwagen? In Opas Wagen köchelt bereits die Suppe für das Mittagessen. Man erkennt es am qualmenden Schornstein und an den herabplumpsenden Vögeln. Vögel habe ich noch nicht herabplumpsen sehen, aber das kann man sich ja mal merken. Opa, darf ich in deinen Wohnwagen? Aber sicher, mein Junge. Du willst wohl schon von der Petroleumsuppe naschen, ha? Und wer will es dir verübeln? Mein Magen vielleicht? Okay, aber wir dürfen rein, das ist schön. Dann gehen wir einmal in Opas gute Stube. Okay. Wow. Ich guck erstmal. Man kann mit ganz schön vielen Dingen interagieren. Fangen wir mit dem Gebiss an. Mit dem ekligsten zuerst. Das sind nicht seine dritten, sondern bereits seine fünften. An den letzten beiden war der Holzwurm. Und hier ist es auch nur noch eine Frage der Zeit. Na gut, so wie er die aufbewahrt, ist das kein Wunder. Das nehme ich garantiert nicht in den Mund. Es ist weder meine Größe noch meine Geschmacksrichtung. Geschmacksrichtung? Uah. Kann man die mitnehmen?
Ich hab's schon fast geahnt. Okay, was hatten wir hier noch? Einen Frosch? Opa hatte schon immer ein Herz für Tiere. Ach, es ging darum, ihn zu essen, gut? Ich lass ihn lieber da drin. Ihn durch den Flaschenhals zu friemeln wäre sicher kein Spaß. Für uns beide nicht. Genau, wahrscheinlich ist er schon, als er noch am Leichen war, hier reingestopft worden. Oder eine Kaulquappe war. Anders kann ich es mir nicht erklären. Tja, das sind tatsächlich ganz normale Rezepte. So viel zu meiner Theorie, dass Opa nach einer Anleitung zum Köderfischen kocht. Opa kocht mit viel Enthusiasmus, aber leider mit wenig Talent. Vielleicht sollten wir tatsächlich darüber nachdenken, einfach gleich das Kochbuch zu essen. Das würde uns allen einiges ersparen. Und nach dem, was er so erzählt, wird das vielleicht sogar etwas leckerer? Kochen ist Opas Aufgabe, nicht meine. Nicht, dass ich mich nicht angeboten hätte. Aber Ben wollte es nicht. Da kann man mal sehen, was für eine schlechte Meinung er von mir hat. Ich meine, Petroleumsuppe. Hallo? Okay, was haben wir denn noch hier? Hier unten nichts mehr? Den Kessel? Opas neueste Kreation, Petroleumsuppe. Schwer bekömmlich, leicht entzündlich. Und außerdem eine Gefahr für alle niedrig fliegenden Vögel der Umgebung. Klingt doch nach einem wahren Meisterwerk. Vielleicht sollte ich Spot zuerst probieren lassen. Nein. Ist schon gut, Spot. Ich mach doch nur Spaß. Ich bin mir nicht sicher, ob das Spaß war. Spot hat richtig reagiert. Autsch, heiß. Aber wir können davon was mitnehmen. Haben wir was? Moment. Nee, noch nichts, wo man die Suppe reinfüllen könnte. Aber das werden wir uns mal merken. Okay, ein Augenglas. Was hat der für Zutaten hier? Biberaugen. Opa benutzt sie zum Kochen. Er nennt das Rezept Augenschmaus. Augenschmaus, sehr gut. Opa sagt, wenn man sich erst einmal dran gewöhnt hat, schmecken sie gar nicht so übel. Er sagt aber nicht, wie lange es dauert, bis man sich dran gewöhnt hat. Na gut, Opa ist ein paar Jährchen älter als du. Vielleicht hat er sich sein ganzes Leben dran gewöhnen müssen. Unerreichbar, wie so vieles. Ah, die Flasche möchte ich, glaube ich. Regenwurmblut. Die Flasche ist schon fast wieder leer. Nee, ich möchte sie doch nicht. Ich dachte, es wäre eine leere Flasche. Lieber nicht. Das Regenwurmblut muss noch für den ganzen Winter reichen. Als wir den Vorrat letztes Mal auffüllen mussten, lag Schnee. Es war die Hölle. Dann sorgt lieber früher dafür. Unerreichbar, wie so viel. Okay. Notizen? Kommen wir da dran doch, oder? Noch mehr Rezepte. Opa kocht mit viel Enthusiasmus. Vielleicht sollten wir das würde uns... Tja, das sind tatsächlich ganz normale Rezepte. So viel zu meiner Theorie. Okay. Weitere Rezepte? Moment, war ich jetzt auf den Rezepten oder den Notizen? Ich guck mal, was wir uns noch anschauen können. Ah, hier haben wir ein Haarnetz. Aber das war's dann auch schon. Ah, hier, das Taschentuch haben wir noch. Das gucken wir uns danach an. Opas Haarnetz. Er benutzt es immer, wenn seine Haare nicht nass werden sollen. Zum Baden, zum Kochen und zum Schlafen. Entweder schwitzt er sehr arg beim Schlafen oder ich weiß auch nicht warum. Ja, lecker. Es geht doch nichts über das belebende Gefühl von Läusen, die zwischen den Zähnen hin und her krabbeln, nicht wahr? Oh, ist okay. Und das Taschentuch. Tut mir leid, aber das nehme ich nicht in den Mund, ausgehend von der Basis, dass sich Opa darin bereits die Nase geschneuzt hat. Und danach das Gebiss da drauf gelegt hat. Lecker. Ja, aber mitnehmen tust es, ohne mit der Wimper zu zucken. Okay. Dann schauen wir nochmal hier draußen. Hatten wir, glaube ich, alles? Ja. Sieht ganz danach aus. Richtung Wald hatten wir auch alles. Ich würde sagen, den Wald können wir uns nochmal selbst anschauen, oder wie war das? Nein, das war einfach nur der Wegpoint. Und ich würde sagen, dann gehen wir doch schon mal rüber. Wo willst du hin? Ich wollte mich ein wenig im Wald umgucken. Verlauf dich nicht. Keine Sorge. Hä? Das hätte ich dir gleich sagen können bei deinem Orientierungssinn.
Er hat einen ähnlich guten Orientierungssinn wie ich. Das finde ich sehr sympathisch. Und ich denke, damit beenden wir dann die Folge für heute. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!